Und da sind wir wieder zu einem neuen stürmigen Part. Zu Part 44, soweit ich weiß, von Darksiders 3. Also, hey ho, eine neue Schnapszahl erreicht. Mama mia. Congratulations. Und ja, es wird sehr stürmig hier. Könnt ihr mich noch hören? Nee, ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Ich habe es ja nochmal gecheckt. Aber ja, im letzten Part sind wir wieder im Tornado entkommen. Haben uns zwar dem Tornado geopfert, aber haben dafür glühende Überreste bekommen. Hey, ja. Ich bin schon genug gestorben in diesem Spiel. Ein Tod mehr, ja, macht dann auch keinen Unterschied, ne? Aber ja. Injured, call our office today. Skidmore and Skidmore. Personal injury attorneys. Free in office cancellations. 555 Law Bros. Okay, ja, zwei, die Gebrüder Skidmore. Interessant. Aber ja, ne, deswegen, interessanterweise hat die Beobachterin auch erwähnt, dass halt im Tornado irgendwas stattfindet. Das heißt, anscheinend ist dieser Tornado nicht natürlich kreiert. Und auch zum Tornado, ich habe auch schon mal ein paar Mal versucht, diese Mitte zu gehen, das zu erreichen, das ist unmöglich. Da muss erstmal der Tornado weg, bevor wir die anderen Dinge dort einsammeln können. Aber ja, wahrscheinlich ist es etwas, was wir dann eh erreichen müssen durch die Story. Ja, da können wir raus, wenn wir irgendwie einen Schalter aktiviert haben. Ah, und hier gibt es dann wieder ein Rätsel mit dem Stein hier. Ah, okay, das ist um das Tor zu öffnen, ich verstehe. Ich meine, das Rätsel ist ziemlich einfach. Der Tornado hat ja eine verdammte Anvisierungsoption leider. Was vielleicht sogar wirklich bedeutet, dass der Tornado von einem Wesen mit Gedanken wirklich kreiert wurde, um halt echt dafür zu sorgen, dass der Tornado immer wieder halt Fury anvisiert. Das würde diese Unlogischkeit erklären. Got to be kidding me, right? Man stirbt einfach instant. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Ich wollte halt nicht, dass der Stein uns hinterher folgt, weil er das ja nicht tun soll. Naja. Noch ein blöder und unnötiger Tod. Aber der Stein ist da weg. Kadara weg. Aber jetzt müsste eigentlich... Wenn wir hier sind, genau. Bitte? Hä? Was zum... Liegt der nicht richtig drauf, oder was? Oh, er liegt nicht richtig drauf. Das gibt's doch nicht, ey. Nein, 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 komm zurück, du Pisser. Kann doch nicht sein Ernst sein hier. Meine Güte, ich hasse diese Region so very much. Guck mal, wieso musst du jetzt zurückfliegen? Ich musste da hinten stehen, damit du fuck Schuss, du wichst, Dreck, Piss. Weg, Sule, wer hier zum Tourette-Fanatiker? Verfickte Scheiße! Das ist halt pure, minderwertige, dreckige, verdammte Verarsche. Ja, was soll denn das hier? So ist es doch unmöglich, dieses Rätsel zu schaffen. I want to kill myself so much. I don't know what your problem is and what you want from me, you fucking piece of shit game.
You can suck the bee. Because this is so unreasonable. This is so pathetic. I don't know what you want, because this defies your fucking own laws, fuck's sake. Das Problem ist, in dem Moment, haargenau, wenn ich da drauf gehe, kommt der Tornado zurück, hebt den hoch, verkackt. Es müsste eigentlich genauso sein, wie wenn ich da weg bin, dann wieso jedes Mal so, nö, verpiss dich dann wieder instant, was soll denn das? Und er fliegt dann wieder zurück, so ist doch unmöglich, das zu schaffen! Ich hab keinen Bock mehr, instant, sofort keinen Bock mehr. Ich hasse diese Region so unglaublich, wirklich. Die Kämpfe sind in diesem Spiel nicht frustrierend, sondern die Scheißrätsel, die so dumm und behindert programmiert worden sind. So ist es wirklich, literally unmöglich, dieses Rätsel zu schaffen. Jedes Mal, wenn ich weggehe, wird der Stein wieder zurückgebracht. Aber der Stein muss hier bei mir sein. Und dann auch noch am Boden liegen. Wenn ich weggehe, ich muss weggehen, damit das Tornado weggeht. Aber wenn ich weggehe, geht der Stein weg. Dadurch ist es wirklich... Es gibt einfach bis zu der Stelle, wo ich es geschafft habe. Ich habe aber keinen Bock. Taste? Wie bitte?
nichts. Wenn man den rechten Stick will, dann kann sie sprinten, aber komplett vergessen. Na gut, ich habe mal die Düse nachgeguckt, weil die Spiel mir aber viel zu sehr abfuckt, aber ne, das wisst ihr ja auch. Diesen Part kann ich gleich nennen Kuren so ein Rätsel, aber dann würde YouTube natürlich den, keine Ahnung, Guideline Strike machen, weil ich ja, das Wort Kuren so benutzt habe. Wenigstens habe ich durch meinen Tod einfach dieses Rätsel ausgeheckt. Ich habe es nicht mal richtig geschafft. Aber egal. Ich habe es nicht mal richtig geschafft. Ich wusste es halt dadurch, ne, letztes Mal haben wir auch, also letztes Mal. Ich hab da ja auch irgendwie so ein bisschen gehackt und so. Und da hätte ich ja fast das Rätsel geschafft. Und. Ich beende das jetzt! Okay. Können wir jetzt eigentlich diesen Drecksturm beenden? Der hat mich hier schon ganz getriggert, ne? Am Anfang war es witzig, aber jetzt nicht mehr. Statt Vieh, was soll man den Teil kriegen? Ist das auf dem Öl aus oder wie? Oh ne, Moment mal. Ich muss den Öl natürlich anzünden, ich Idiot. Boah, burn, baby, burn. Zu deinem Sieg, Herren. Hoffentlich war er es wert, alles zu riskieren. Hast du es gehört? Ich habe nur deine Schreie und ein sterbendes Monster gehört. Vielleicht. Oder vielleicht ist das Universum viel geheimnisvoller, als ich je glaubte. Was bedeutet das, Herren? Naja, wir haben es. Ich verabscheue die Philosophie. Okay. Naja, wir haben es alle ja gehört. Das Wesen, was auch immer es nun mal war, hat sich ja bei uns bedankt dafür, dass wir sein Leben beendet haben. Was natürlich heißt, dass das wahrscheinlich keine freiwillige Existenz war. Also, dass dieses Wesen nicht freiwillig so sein Dasein gefristet hat oder was wollte.
Well, wir haben es, was auch immer es nun war, ob es nun ein Mensch war oder sonst wer, wir haben es erlöst. Und wir haben das Rätsel nur durch Hecken geschaffen, die wir gestorben sind, während der Stein drauf lag und dann schnell drüber gegangen sind, bevor der Sturm kam, um es wieder hochzuheben. Ja. So toll. Ich liebe diese Scheißregion nicht. Das geht so ein bisschen die echte Motivation, ey. Wollen wir nicht, dass ich jetzt eine Woche lang vermieden habe, da zu spielen, weil ich genau weiß, dass ich in so eine Spassi-Scheiße wieder zurückkomme. Ja, geht es hier weiter? Sieht so aus. Ich dachte, das wäre nur so Backtracking hier. Fürs Erste sind wir sicher. Aber glaub ja nicht, dass das jetzt einfacher wird. Bist du bereit für die zweite Runde mit Zorn, Herrin? Die zweite und letzte. Ich schulde ihm noch eine ordentliche Tracht Prügel. Okay. Das heißt aber auch, theoretisch können wir zu diesem einen Punkt jetzt zurückspringen, wo wir das erste Mal das Tornado gesehen haben, könnten da ja jetzt so gesehen rumlaufen, auch wenn da jetzt nichts Wirkliches ist. Was ich gerne mal ausprobieren möchte und auch werde. Und hier so eine Ölraffinerie, ja, interessant. Aber hey, ne Leute, wenn Tornado eure Häuser zerstört, dann zündet den Tornado einfach an. Damit werdet ihr ihn los. Das ist, hier bewiesene Technik. Funktioniert in allen Fällen. Easy peasy. Ja, hier geht's auch nicht weiter. Darum ist diese verdammte riesige Plattform. Aber wir können ja erstmal hier zur Vulkan zurückkehren. Und da können wir dann erstmal. Womit das? Wird uns beiden wie du willst. So, benutzen wir jetzt mal einen Schwung. Womit kann dir dieser Bescheid? Bitte, lass dir Zeit. Genau, es war bei hier die tiefen Lande. Und Moment mal. Wenn ich da hinreise, dann. Naja, kann ich da nicht mehr zurück, wenn ich da runterspringe. Aber gehen wir da erstmal hin. Vielleicht gibt es ja irgendwie Stuff, den ich da einsammeln kann. Wer weiß. Wer weiß. So gesehen, dann müsste ich wieder halt erstmal in den U-Bahn-Tunnel und pipapo. Nee, stimmt. Ich könnte mich erstmal in den Tod stürzen. Dann würde ich wieder zum Vulkan-Punkt zurückkehren. Das kann ich auch machen. Ja, nicht so wie gesagt, als wäre das jetzt irgendwie. Als würde ich versuchen, einen Zero-Death-Run irgendwie aufrechtzuerhalten. Deswegen, das sieht jetzt zwar ein bisschen wie das Ödland aus, aber ich würde das gerne einfach mal aus Interesse erkunden und schauen, wie weit ich theoretisch gehen kann. Das würde mich jetzt echt alt interessieren, habe ich die Neugier gepackt. Jetzt können wir halt rumlaufen, okay, wir könnten vielleicht wieder dahin fliegen zur Plattform, I don't know. Ich glaube nämlich nicht. Deswegen hier ist halt das Gitter mit dem. Okay. Ich glaube, es ist nicht gedacht, dass jemand hier das ausprobiert. Oder doch, und ich finde hier. Doch, ich glaube, ich finde hier jetzt Stuff für meinen Mut. Den ich vorher nicht halt so einfach einsammeln konnte. Das ist wahrscheinlich nur. Oh, glühende Überreste. Ja, das ist doch was Geiles. So, Level 60 ist echt nicht schlecht, so gesehen, würde ich jetzt auch sagen, nicht wahr? Da habe ich echt viel erreicht, viel geschafft, viel gemacht. Auch wenn es natürlich eine recht frustrierende Erfahrung war in der Narbe. Alle anderen Regionen vorher waren echt chillig, aber das war echt aber nur ein massivster Abfuck. Ja, finde ich auch cool, dass sie halt so ne, belohnen, die Leute, die sich halt fragen, so, ne, Moment mal, kann ich da jetzt nicht irgendwie noch erkunden, jetzt wo das Tunnel weg ist? Ja, darfst du. Und hey, du findest dafür auch was. Congratulations, you did it. Hooray. Aber, so die glühenden Überreste, also außer an den glühenden Überreste, ist ja der geilste Scheiß, ne.
Aber außerdem habe ich jetzt nichts hier gefunden. Ich glaube, den anderen Stuff habe ich ja schon eingesammelt, soweit ich weiß. Ich kann auch mal hier rumlaufen und mich dann in den Tod stürzen. Weil ich natürlich jetzt keine Lust habe, nochmal alles hier entlang zu laufen. Können wir mal ein bisschen schönes Lava-Bad machen. Hier, schaut mal, ich überlebe das sogar, die Lava hier. Hui! Anscha. Ja, Moment mal. Ah doch, ich komme da sogar zurück und sterb nicht mal. Ja, fantastisch. Gefällt mir. Jetzt habe ich meine Haare ausgeschaltet. Sei gegrüßt. Kuppa, ich weiß nicht, wer du bist, wenn du deine Haare ausschaltest, aber ne? Bitte, lass dir Zeit. So. Dann würde ich sogar sagen, dass wir den Part mal frühzeitig abbrechen oder... Ne, kurz vorm Bosskampf natürlich, ich laufe da nochmal hin und so. Aber ne, es scheint so, als würden wir dann gleich auf Zorn treffen, ne? So wie es ja... so wie es ja unsere Beobachterin gesagt hat. Runde 2. Da hinten sehen wir auch einen großen Baum. Und da sehen wir diese große Dämonenplattform. Ja, mal schauen, ich bin ja echt gespannt, wie wir das jetzt hinkriegen. Ich meine, Zorn war der zweite Bosskampf im gesamten Spiel. Und wir können jetzt endlich an Zorn rächen. Dafür, dass er uns hier so fast umgebracht hat. Und so weiter. Wir konnten ihn besiegen, aber nicht einfach. Okay, da hinten scheint er dann hinter dem Tor scheint er noch auf uns zu warten. Holen uns mal das Diamant-Spart-Stück. So, zerstören wir mal ein paar Fässer. Genau, es sind echt viele, wo ich auch nachdenke, es sind echt viele so Features aus Darksiders 2 sind ja auch wieder rausgenommen worden. Darksiders 2 war ja viel mehr wie ein RPG so gesehen. Das ganze Leveling und so war viel mehr detailliert. Aber naja, ist halt wie gesagt ein komplett anderes Studio. Deswegen fühlt sich das halt auch so komplett, ja, anders an als die Spiele davor. Und halt komplett so, ne, wie als wäre das halt irgendwie von einem anderen, von einer anderen Sache und so. Deswegen, ich meine, das ist schon bloß so ein bisschen so, kann ich ja noch so ein bisschen so reden, ne. Die Reviews waren ja auch so mehr, dass halt Darksiders 3 halt so null Rätsel hat, so wie bei Darksiders 1 und 2. Bei Darksiders 1 und 2 konnte man zum Beispiel so Finishing Moves machen, wenn der Gegner wenig Leben hat, oder bei den Bossen hat man ja auch immer so Finishing Moves gemacht und so, wenn man die besiegt hat. Das war immer ganz cool. Aber ich kann mich noch bei Darksiders 2 immer noch an den Kampf gegen diesen riesigen Giganten da auf dem Feld mit seinem Pferd, mit dem Pferd erinnern, ne? Gott, war das geil, dieser Kampf, ey, ne? Und an diesem Sieg so. Da, 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 rum, bam, 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 ba, da, da. Boah. Da war Gänsehaut damals, der war echt episch, der Kampf mit diesem riesigen Titan, oder das war kein Titan, aber mit diesem riesigen, giganten Titanfieder. Das war echt episch. Ja. Deswegen, ich würde auch sagen, im Moment ist auch immer noch Darksiders 2 definitiv mein Lieblingsteil aus der Reihe. Man sagt ja auch immer so, es gibt auch immer dieses Klischee, so dass halt der zweite Teil immer der geilste ist, egal ob in Filmreihen oder Spielereien oder sonst wo. Deswegen... Auf jeden Fall, ich kann sagen, da ist das Darksiders 2 ist definitiv das Beste, weil da haben die ja echt wirklich so, Darksiders 1 war ja noch so simpel und haben sie es echt so nochmal richtig so schön, richtig auf eine schöne Art und Weise verkompliziert und die besten Dinge aus Darksiders 1 genommen und auch nochmal verbessert und alles. Und ja, ich kann auch noch zum Abschluss halt sagen, dass halt Darksiders 3, vielleicht kann ich im nächsten Part nochmal ein bisschen mehr in Detail drauf eingehen, auf Darksiders 3, die Reviews, wie schwer ich persönlich das Spiel jetzt finde und so weiter. Ich bin ja jetzt echt, also wahrscheinlich ist Zorn der Endgegner hier von der Narbe. Deswegen habe ich hier fast alles geschafft in diesem Spiel. Da bin ich echt gespannt, was uns erwartet. Wie gesagt, die Sachen mit Neid, ne? Ich meine, Wollust wollte uns ja Neid verkaufen, aber wir haben Neid ja eigentlich schon absorbiert, deswegen, wo ist Neid? Ist sie irgendwie entkommen? War das nur ein Klon? Ein Fake? Ein Hologramm? Whatever? I don't know. Aber ja, diese Fragen klären wir dann alle. Also werden wir nicht alle im nächsten Part klären. Aber wir werden auf jeden Fall uns um Zorn kümmern im nächsten Part. Das kann ich schon mal versprechen. Glaube ich, hoffentlich. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.